Bin halt gar nicht müde, ist das Problem. Ist so scheiße einfach. Er geht mein Bot wieder. Mein Bot geht wieder. Geil. Chain you up, I will not call you down. I'm just a sack of cocaine. Aua, 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 mein Auge.
Ist ja nicht mal wer. Hier ist jemand, der ein Bike steht. Mal war gerade falsch. Muss eigentlich, wo ist das hier hoch?
Thank you.
Was ist denn hier los? Was soll denn hier los sein? Howdy Mason unterwegs, ja klar. Warum raudet er rum? Weil er nicht schlafen konnte. No. Und weil er sich sehr viele Fragen stellt. Ich dachte, hier geht es irgendwie spannender, aber nee. Ach ja, viele Gedanken. Ja. Das, was Mason gut kann, sich sehr viele Gedanken machen. Geht's hier eigentlich hin? Der Arme. Ja nun. Ich. Nee. Nee.
Noch am Nachdenken. Jo. Mason macht einen schwer depressiven Eindruck manchmal. Naja, wer seine Background-Story kennt, der weiß, dass er sehr mit sich zu kämpfen hatte. Oder mit seinem Leben. Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Arrest Hill! Danke für den Raid und willkommen! Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Stream. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Oh, Spoiler nicht zu viel. Was soll ich denn spoilern von der Background-Story von ihm oder was? Die habe ich schon so oft erzählt. Ja, da war ich nicht da. Ja. Ich glaube, ich muss mal so einen Format machen, wo so eine Zusammenfassung von seiner Story drinnen ist. Mein Gott, ich brauche. Und ich schaffe bei sowas auch mal. Was? Und ich schalte bei sowas mal aus, damit ich das dann lieber IC erfahre, bloß nicht Buchwerbung. Da bin ich wieder. Ja, willkommen zurück, ne? Aber das Ding ist, die Background-Story von Mason wirst du erst dann erfahren, wenn du IC mit ihm wirklich aktiv sehr viel zu tun hast. Das hat auch bei ihm sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ja, kann das schon vorher sein. Das ist richtig. Das ist richtig. Vielleicht war das Anhupen ein Zeichen. Nee, das ist gut. Aber bei dem Fahrstil, den ich eben gesehen habe. Was meinst du? Erstes Kennenlernen. Ja, ne?
Mason hat doch eh einen super Fahrstil. Bester Fahrer EU West. Beziehungsweise Los Santos West oder wie auch immer. Gar nicht. Mach drei Kreuze, dass du meinen Schar gesehen hast. Ich hab's im BD nicht gesehen. Ja, nun. Was ist das Ding da? Ja, ne. Versuche gerade herauszufinden, ob ich irgendwo einen Helligkeitsregler habe. Oh, hier guck mal da. Da haben wir doch mal was Schönes. Jetzt ist es heller. Ja, das ist es, oder? So spielen wir jetzt. Ich glaube, eine gute Idee, oder was sagt ihr? Ach. Oh mein Gott. Sorry, sorry, sorry. Okay, ich glaube, so passt das. Blind. Ja, ich war auch gerade blind. Das war gerade, ja, gut. Zeig, muss ich wieder was machen. Nein. Nein. Ja, okay.
Das ist, glaube ich, für euch so angenehm, oder? Mit der Helligkeit jetzt ist es besser, I guess. Super. Da eigentlich Einstellungen? Da wir Schlaflöcken hier, ja, na klar. Und sag ich mal gute Nacht. Ja, gute Nacht, Lisbeth. Boah, das Licht jetzt einfach mit dem Effekt. Olle, ist das hell. Holy fuck.
Oh mein Gott. Hast du mich erschrocken, Alter? Entschuldigung, wo bist du denn gerade? Geh gerade zu meiner Wohnung, warum? Ja, wegen deiner SMS. Was wegen meiner SMS? Mein Kopf ist gerade einfach nur voll. Hast du gerade zu trinken? Vielleicht. Wieso? Nicht gut. Was? Alleine trinken ist doof. Alleine trinken ist doof. Du sagst genau du. Ich trinke nicht mehr alleine. Mhm. Seit heute. Ja, super. Ich muss das ja auf mir nicht nachmachen. Ich muss ja auch nicht auf meine eigenen Ratschläge hören. Soll ich vorbeikommen? Nee, mach. Bleib bei Casimir oder so. Ja. Casimir muss jetzt eh woanders hin. Würdest du ja eh schlafen gehen? Ja, nach dem wunderbaren Gespräch gerade, was gar nichts gebracht hat, ja. Was für ein Gespräch denn? Ja, weil wir halt spontan zufällig auf Lars und Josie getroffen sind. Wie funktioniert das, wenn du bei Casimir bist? Weil die im gleichen Haus wohnen alle. Aha. Was für was war das Gespräch? Was? Was war das dann für ein Gespräch mit denen? Ja. Keine Ahnung. Ich bin ganz kurz was zu essen. Ich hab Hunger. Ja, keine Ahnung. Irgendwie ist scheiße. Ja, um was ging's denn? Hä? Was habt ihr denn geredet? Ja, weil er mir vorwirft, dass ich ihn betrogen habe. Darum ging's. Ja, und wieso greifst du das Thema wieder auf? Du weißt doch, dass das Bullshit ist. Du musst da niemandem irgendwas beweisen. Und ja, mit Lars zu sprechen... Ja, aber mit Lars darüber zu sprechen bringt genau nichts, weil er einfach nicht einsichtig ist und einfach... Wenn ich... Lars halt... Es ist halt Lars. Was erwartest du? Na, keine Ahnung. Ich hatte mir mehr erhofft, aber... Also, weil das Gespräch allein schon anfing mit... ich weiß gerade nicht mehr, was er gesagt hat, aber irgendwie so von wegen, ja, dann schieß mal los, oder ja, ich höre irgendwie sowas in die Richtung. Dachte ich mir halt auch nur so, Bruder, nee. Halt Lars, wie gesagt, also, jedes Mal, wenn ich mit ihm ein Gespräch anfange, erhoffe ich mir genau gar nichts aus dem Gespräch, weil ich genau weiß, dass es kein gutes Ende nimmt oder genau am gleichen Punkt wieder endet, wo es angefangen hat. Also, entweder wird schlimmer oder bleibt gleich, wenn ich mit ihm rede. Und dasselbe gilt wahrscheinlich auch bei dir oder für dich. Ja. Ja, aber letzten Endes bin ich jetzt auch nicht kein bisschen schlauer geworden aus dem, was er gesagt hat. Ja, sag ich doch, bist am gleichen Punkt wie am Anfang. Also, Gespräch mit Lars suchen oder führen bringt genau gar nichts. Ja. Wie gesagt, ich habe mir mehr erhofft, aber ich habe auch nicht erwartet, dass ich ihn und Josie in Bettwäsche vor der Tür antreffe. Nun, ich glaube, das hofft keiner und will keiner. Ich. Aber nun. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz aufnehmen. Ich melde mich gleich, ja? Okay.
Oh nö, jetzt habe ich auf dem Mauspad Cola gepickt. Oh nee, Alter. Egal, das sieht sowieso schon scheiße aus. Und egal, ey. Also wirklich, mein Mauspad ist einfach. Ist, glaube ich, einfach nur da, um ganzen Scheiße aufzusammeln, die ich hier, weiß nicht, fallen lasse. Wirklich, das ist. Wahnsinn. Hier sind schwarze Striche, ich weiß nicht, woher die kommen. Hier sind lauter tausend Flecken und. Keine Ahnung, oder? Kann mir keiner erzählen, dass das bei einem Mauspad ist, was man sich kauft, dass das hält genau einen Monat, wenn überhaupt, sauber und dann ist es dreckig instant. So ab den 31., 32. Tag ist das Mauspad dreckig. Es ist einfach so. Fehlt irgendjemand von euch Mason gerade? Würde mich interessieren. Mason ist gerade eine Mischung aus angepisst und weiß nicht, verwirrt, traurig, einfach alles. Muss man das gucken. Oh. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Chicken one. Right on my face. Das wird zu anstrengend. Ah nee, was tue ich hier? Was tue ich? Ich muss. Ah, jetzt passt's. Ah. Schaut mich gerade an, sagt so, denkt sich gerade so, kannst du einfach mal die Fresse halten und dich hinlegen? Nee. Nicht gut.
Eat a hero. Dark Knight's rising. Was ist das für eine Werbung, Alter? John Bernstein, oder was steht da? Ja, Bernstein, your only friend in real estate. Ist das ein Wahlding, oder? Das ist Josh. Habe ich gerade John oder Josh gesagt? Realty TV? Nee. Realty. Hä? Bin ich gerade dumm? Heißt das Reality? Nee, das ist nicht Reality. Das ist Realty. Ich kann gerade echt nicht lesen, ne? Okay.
Heiligwitz, ist das ein aktiv Herbum? So, ich hab's gleich geschafft. Ja? Ich hab's gleich geschafft, hier hochzukommen. Bin eben hierher zu finden. Den Standort geschickt. Ja? Ich hab doch eh den Standort geschickt. Ja, aber ich hab nicht gerallt, dass du auf dem Dach bist. Ja. Dich hast du schön. Ja. Also, was ist los? Will ich nicht. Weißt du nicht? Was ist bei dir los? Gar nichts. Jetzt gar nichts mehr. Und was war los? Ich hätte Lars beinahe vom Balkon geschubst. Hm. Und Josie. Wusstest du eigentlich, dass die beiden zusammen sind? Hat mir schon mal gesagt, ja. Echt? Ja. Hm. Ja, auch ein Grund, wieso ich ungern arbeiten gehe, wenn die beide gleichzeitig im Dienst sind. Na gut, die beiden sind immer im Dienst. Das ist richtig, deswegen gehe ich so selten in den Dienst. Ich gehe... Also wenn die beiden im Dienst sind, gehe ich nur in den Dienst, wenn Tomek, Chase oder Sky oder Nolan da sind. Warum ausgerechnet die? Weil das die vier sind, die absolut keinen Bezug, also die das trennen können, weißt du? Aber alle anderen können das nicht. Alle Trainees können alles, die schlucken alles, was Josie und Lars denen sagen. Und ja, meckern dann mit rum. Und meinen, die sind die Größten. Und die ja, vier, die ich genannt habe, eben nicht. Sind zwar keine Trainees, aber dennoch, ja. Mit denen kann man noch normal reden. Ja, verstehe ich. Wieso wolltest du Lars jetzt runterstoßen vom Dach und Josie? Weil die da so schön an der Kante stand. Und er halt einfach nur Bullenmist erzählt hat. Das ist ja nichts Neues. Ja. Ich meine, angefangen hat es damit, ich habe halt vor der Haustür da geparkt, wie normale Menschen es halt nur mal tun. Mhm. Und dann kam vorhin von ihm einfach nur die SMS, warte, kann ich das auch vorlesen? Schläft es sich gut bei Kasimir? Ja, wir sind nicht zusammen, aber ich darf anscheinend trotzdem keinen Kontakt zum anderen Geschlecht haben. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ist halt, ja, Lars, ne? Ja. Oh, Motorradfahren war gerade richtig schlimm, Alter. Ich hatte gerade so übel einen Tunnelblick. Das ist gar nicht gut. Habe ich gemerkt, wie mich fast ein Auto überrollt hätte? Das ist erst richtig gut, dass MD schon längst anmeldet. Ich habe mich genau dafür entschieden, dass ich. Ich bin die ganze Zeit über Kreuzungen gefahren und bei der einen Kreuzung habe ich mich dazu entschieden, dass ich mal langsamer fahre und langsam ranfahre. Hat sich herausgestellt, war eine gute Entscheidung, weil da kam ein Auto. Aber wie kam es denn überhaupt dazu? Ja, ich habe im Bett gesehen, konnte nicht mehr schlafen, da ich fahre einfach noch ein paar Runden mit dem Motorrad, setze mich irgendwo hin. Ja, und dann, keine Ahnung,
Dann hat das Hinsetzen dazu geführt, dass ich, also wirklich, mein Kopf war wirklich so maximal voll. Und dann bin ich aber gefahren, hatte einfach nur einen Tunnelblick. Und habe das im Nachhinein gemerkt. Willst du drüber reden, mit was es sich gefühlt? Nee, nicht mit allem. Ja, was heißt für dich mit allem? Heißt für dich mit allem. Na gut, mein alles ist ein anderes als dein alles. Ja, du hast bisher noch nicht gesagt, was dein alles heißt. Weil mein alles einfach zu lange dauern würde, bis ich es komplett ausgezagt habe. Also ja, und meins nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was dein alles ist. Zu viel auf jeden Fall. Hey, aber das Glas Amaretto hat geholfen. Solange es wirklich nur ein Glas war. Das war nur ein Glas. Ich habe nicht wirklich viel im Kühlschrank gehabt. Und was hat der Kasimir? Zwei seiner besten Freunde sind dabei reisen, beziehungsweise eine ist irgendwie schon ausgereist und der andere zieht wahrscheinlich jetzt hinterher. Sehe. Der überlegt mitzugehen oder? Wer, Kasi? Ja, passiert. Nein. Again, we deserved. We get what we deserve.
Du bist immer noch nicht müde, oder? Nö. Kann gerade echt nicht schlafen. Keine Ahnung. Nicht gut. Bist du müde? Da ich mich langsam aber sicher von diesem wunderbaren Gespräch gerade wieder beruhige, holt mich meine Müdigkeit wieder ein, ja. Also ich mach dich müde, oder was? Ja, aber du beruhigst mich. Wenigstens irgendwas. Konntest du das Gespräch, was du hören wolltest, jetzt eigentlich verschieben? Das war das Gespräch. Was, mit Lars oder was? Mhm. Ich hast mir das nicht gesagt, dass du mit Lars das Gespräch führen willst oder führen wolltest. Keine Ahnung, er wollte es irgendwie auf so geheimnisvoll machen, dass keiner von dem Gespräch weiß. Aha. Meinst du, ich erzähle das herum oder was? Keine Ahnung. Also ich habe noch nie irgendwas, was wir besprochen haben, irgendwen erzählt. Also wüsste auch gar nicht, warum ich das tun sollte. Keine Ahnung. Ja, absolut keinen Sinn machen, dass ich zu Lars hingehe und ihm das um die Nase reibe, dass ich weiß, dass ihr zwei gesprochen habt. Super. Bringt mir mega viel. Einzige gute Grad ist, ich beruhige dich und du machst meinen Kopf leer gerade. Ich weiß nicht so unbedingt, wie ich davon halten soll, aber okay. Das ist ja gut. Ich denke nicht mehr zu viel nach. Ich kein Tunnelblick mehr, ey. Oh. Da bin ich wohl echt ansteckt. Bei mir wurde eben gerade noch gegen den Kopf gehauen, dass ich nicht nachdenken kann. Wie gesagt, das, was Lars oder Josie sagt, das brauchst du nicht, also nicht ernst nehmen, Alter. Die wissen auch selbst nicht mal, was die da haben, Alter. Lars versucht gerade nur seinen Verlust dir gegenüber irgendwie zu kompensieren mit Josie. Ja, na, Josie hat nichts gesagt, tatsächlich. Tja. Dennoch ist es so. Und so glücklich kann sie ja auch nicht vergeben gewesen sein, wenn sie so schnell sich an Lars ran macht. Ja. Aber nun müssen die zwei wissen, wenn sie ihre Verluste so kompensieren müssen, dass sie das so machen müssen. Weiß eigentlich gar nicht mehr, wo ich eigentlich lang gefahren bin durch den Tunnelblick, ne? Also ich, ist so wirklich, es war sehr verrückt. Hätte aber auch böse ändern können. Ich habe einfach nur noch das Gas gedrückt, wirklich, es war sehr schlimm. Mach mal nicht wieder, du. Ja, nun. Ich hätte das nicht gemacht, mein Tunnelblick hat das gemacht. Oh, wow. Weil ich so schlau war, hatte ich sogar keinen Helm auf. Mason? Hibiko? Tritt nicht ohne Helm an. Das ist gefährlich.
Weiß. Aber ich hatte so viele Sachen im Kopf, da kann ich nicht klar denken. Dann würde ich einfach irgendwo hin, wo ich denken kann. Habe ich, keine Ahnung, bin ich aber irgendwo hingefahren. Dann bin ich weitergefahren und dann bin ich nicht mehr vom Motorrad abgestiegen. Und dann, ja, keine Ahnung, war ich auf einmal hier. Bin ja echt gespannt, wie die Beerdigung ablaufen wird, ey. Ja. Hätte mich jetzt schon danach wieder mit dem Tunnelblick, Alter. Ja, du kanntest die Person doch nicht, also lass das nicht so nah an dich ran. Nee, darum geht's nicht. Nicht um die Beerdigung speziell, sondern darum, was ich dann mit Janus wieder für Gespräche führen kann. Beerdigung sind allgemein so ein Ding. Wann hat das denn das letzte Mal mit ihm gesprochen? Mit Janus? Ja, ich habe heute mit ihm telefoniert. Ich meine, gesprochen, so wie wir es manchmal abends tun. Also so wie jetzt. Also eigentlich war keine schon länger her. 1, 2 Wochen oder so. Locker. Weil wir, also es ist immer, entweder ist er dann am Arbeiten und geht dann danach, sehen wir uns nur kurz und ich habe ihn halt auch, wenn nicht, 2, 3 Mal versetzt, weil ich mit dir eben was machen wollte. Er hat mich genauso versetzt, weil er mit Henry was machen wollte, also von dem her. Vielleicht solltet ihr euch vor der Beerdigung noch mal wieder treffen. Das steht morgen an. Achso. Also geplant, sage ich mal. Aber die Frage ist halt, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ja, wird schon.
Und wie geht's dir jetzt so? Weiß ich noch nicht, frag mich morgen noch. Das ist später. Ich muss, glaube ich, echt erstmal eine Nacht drüber schlafen, weil gerade bin ich die Wut in Person. Ach was, wie ist das so? Aber du machst dir das zu, lässt das zu nah an dich ran, das, was Lars gesagt hat. Musst du einfach ignorieren können. Einfach gesagt, hat's getan. Richtig, ja. Ich versuche einfach über was anderes nachzudenken. Das ist einfacher getan als gesagt, als getan. Denk über Regenbögen, Sterne, keine Ahnung. Katzen, Tiere, weiß ich nicht. Wie ich aber vorhin aus dem Haus gegangen bin, wenn ich schlafen konnte, ich weiß gar nicht wieso, ich war richtig wütend. Ich habe keine Ahnung wieso. Richtig sauer. Auf wen denn? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hatte einfach so richtige Aggressionen. Plus die 1000 Gedanken, Alter. Das ist nicht gut. Aber jetzt ist das alles wieder weg, zum Glück. Meinen ganzen Alkohol plündert, Was? Ja, alles genommen, was ich im Kühlschrank an Alkohol hatte. Es waren genau 2 Gläser Amaretto und ein Glas Absinth. Wow. Ja. Mega. Erstmal das Trinken.
Wärst du mir böse, wenn ich schon nach Hause fahre? Sonst penne ich dich hier gleich auf dem Dach ein. Du kannst wegfahren, alles gut. Willst du dann auch wieder versuchen zu schlafen? Oder bleibst du noch hier? Nach Hause. Ich glaube, ich fahre auch nach Hause. Ich hab's ja nicht weit. Okay. Auch wieder. Und dann? Wie gesagt, sonst penne ich hier wirklich gleich ein. Es tut mir leid. Alles gut. Aber wenn es so schlimm ist, kannst du auch bei mir schlafen. Nee, ich komme schon noch nach Hause. Wie du willst. Ja. Das kriege ich schon hin. War echt eine interessante Ecke hier. Ja, ne? Habe ich heute entdeckt. Ich frage mich nur, ob man mit genügend Anlauf wohl auch auf das Dach springen kann. Ich will es nicht ausprobieren, um ehrlich zu sein. Das ist irgendwie ja, aber irgendwie auch nein. Ich glaube, kommt man da nicht. Mit über die Mülltonne hier vielleicht? Nein, also nicht. Gott, das sieht sehr instabil aus. Also oft sollte man das nicht machen. Das ist richtig, ja, aber es funktioniert. Ja. Hat auch was, muss ich sagen. Ja. Kann man sich fürs nächste Mal merken. Ja, das nächste Mal, wenn ich einen Tunnelblick habe, weiß ich, wo ich hinkomme. So, wie kommt man jetzt bloß am blödesten wieder runter? Ja, hier aufs Dach. Ja. Okay. Genau. Super. Ja. Gut, dann, ja. Schlaf gut und, ja. Bis morgen, wahrscheinlich. Ja, jetzt wirklich mach bis morgen. Ja. Klemmt dein Handschuhfach auch? Vermutlich, also ja. Gut. Machen wir einfach mal vorsichtig nach Hause heute. Ja, ausnahmsweise. Wo ist überhaupt lang jetzt? Was? Wo ich überhaupt lang muss, sag ich. Ja, hier rechts und dann rechts. Danke. Sehr gerne. Ja, dann gute Nacht, ne? Ja, gute Nacht. Morgen. Ciao.
Ja, top, Alter. Super, der Server sagt nein. Naja. Haben wir jemanden zum Raiden? Ja, schau mal bei ihr vorbei. Eat. Dann danke fürs dabei sind, Leute. Hoffentlich bis morgen, schräg, schräg später und ciao.